Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atomic Heart und dem Beagle. Ich war letztes Mal hierhin zurückgegangen zum Speichern. Was läuft da eigentlich? Ein Cartoon. Oh. Warum eigentlich nicht? Scheiß auf die Robokalypse. Wir gucken Cartoons. Jetzt ist die Maus schuld an dem Hose oder wie? Ist das überhaupt eine Maus gewesen? Ich habe nicht hingeguckt. Doch, es ist eine. Dein Hase. Es ist ein Hase, Leute. Ey, wenn du dem Hasen was tust. Oh nein, sie gehen friedlich weg. Okay. Ich hab nichts gesagt, Leute. Das ist die wahre Action von Atomic Heart. Jetzt ist die Hose wenigstens wieder gleich. Von mir aus, dann nicht. Zwei Dinge, die mich übrigens an Atomic Heart doch sehr nerven, muss ich gestehen. Zum einen, ich weiß, ich habe das in der einen Folge getan und Leichen zerstückelt. Ja, aber why? Warum kann ich das tun? Mit welchem Sinn und Zweck kann ich hier Leichen zerstückeln, aber die Umgebung zum Beispiel nicht? Hier, das ist Glas, ja? Glas, Glas, Glas. Nichts. Leiche. Why? Entschuldigung, aber was ist da FSK-mäßig bei uns in Deutschland schief, dass dann so Spiele wie Dying Light, ich muss mal wegfliegen hier, dass Spiele wie Dying Light dann auf dem Index landen, aber in Atomic Heart kann ich nicht mal Glasscheiben zerdeppern, aber Leichen zerstückeln. Und das Zweite ist diese heftig beschissene Maschine. Ach komm, ich kann den Weg, glaube ich, auch gehen. Die ist einfach nur crank. Diese Maschine, die mir was erklärt, von wegen, sie möchte, dass ich mein Schwert tief in sie rein bubber oder was auch immer. Er kann halt nicht rennen, ne? Aber das sollte, glaube ich, nicht unser Problem sein. Oh nein, Loch! Loch war ja letztes Mal schon mein Verderben hier. Wow, 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 wow. Man kann durch Polymer schwimmen. Das habe ich schon gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Wie schwimmen im Meer mit Walen und Delfinen. Ist das So so? friedlich. Na, von mir aus tun wir es doch. Oh. Oh, nein, ich kann es doch nicht. Scheiße. Ups. Was habe ich denn jetzt gemacht? Na, wie mache ich das nochmal? Nein. Ja, das ist ganz. Ah, damit mache ich. Aber habe ich jetzt nicht irgendwie einen Fehler gemacht? Ich glaube ja. Lass dir ruhig Zeit. Lass dir ruhig Zeit. Du bist ein Trott. Nein. Ich hab's gehört und bin nicht mehr weggekommen. Ich bin tot. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Leute. Hätte ich nicht gedacht. Sollen wir zurück in den Comic gucken? I'm just asking. Na, auf jeden Fall die perverse Maschine. Ich meine, die war ja jetzt nicht pervers. Die hatte einfach eine schöne Musik. Das ist in Ordnung. Aber wenn ich nur mal so eine Maschine habe, werde ich an der, glaube ich, nicht upgraden. Also der Humor ist wirklich an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Auf vielen Ebenen. Es macht mir übrigens das Leben schwer, dass er einfach nicht rennen kann, wenn es drauf ankommt. Warum rennen, wenn man auch einfach normal laufen kann und sich dann umbringen lassen kann? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Was ist denn jetzt falsch gelaufen? Ich sollte aufhören, Fragen zu stellen. Bei dem Loch hatte ich wenigstens eine Erklärung, dass ich meine, das ist jetzt nicht geheimagentenmäßig, dass er das Loch nicht überlebt hat, aber bin ich jetzt gestorben, weil ich eine Kugel. Ach komm, ist egal. Ich muss einfach nicht verstehen, woran. Ja, der Pokéball hat ihn umgebracht. Get up, come on, get down with the sickness. Mother, get up. Come on, get down. Ach, die bewegt sich, die Scheißdrecksmaschine. Du Huso-Maschine, hast dich heimlich angeschlichen, während ich hier noch beschäftigt war. Get up, come on, get down with the sickness.
Man kann durch Polymer schwimmen. Es tut mir leid, dass ich gerade den Ohrwurm habe. Einfach weil... Wie schwimmen im Meer mit Walen und Delfinen. Er kann da nicht hoch. Er kann oder will da nicht hoch? Ich habe kein Problem. Ich habe keine Ahnung, was sein Problem ist. Ach so, das meint der Image. Tauche mit aus Polymer aus, okay. Okay. Da bin ich doch glatt irgendwo hängen geblieben. Brauche ja keine Luft. Warum habe ich übrigens... Ach, egal. Ich frage gar nicht, warum ich Schaden habe. Ich hatte jetzt letztens übrigens Bock, mal wieder Dawn of the Dead zu gucken. Ja, der Zombie-Film von 2004. Aber das ist cool. Weil Moment, ich will mich ja erst umgucken. Und wie soll ich die Verbindung neu starten? Irgendwo hier müsste eine Bedientafel sein. Ach was. Hä? Okay, es ist was anderes. Was? Bauplan, hab ich noch einen Comic? Ein anderer jetzt? Jo, ein anderer jetzt. Naja. Ich habe ein bisschen Angst, an diese Maschinen zu gehen, weil ich nicht wissen will, was die mir sagt. Was soll es sein, Major? Waffen oder Fähigkeit? Waffe. Was bist du denn? Ungenügend Ressourcen. Ja gut, ne? Hm. Ja, hier kann ich doch gar nichts mehr machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrekt? Ja, da kann ich nichts machen. Na gut. Sicher ist sicher. Die Maschine ist sogar so nett und sagt mir das sogar noch. So, dann gehen wir mal hier ran. Da ist die Bedientafel. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Ich brauche mindestens ein Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Stationsvorsteher. So ein Witz. Was war das? Ihr werdet Zeugen einer glorreichen neuen Ära der Sowjetunion. Der Schaltplan muss den Schaltplan finden. Kann ich da reintauchen? Nein, da war ich ja. Von wo kam das, Leute? Von wo kommt das? Also da drüber springen kann er nicht. Oder so. Ich kann mich doch irgendwie ducken. Nein, kann ich nicht. Jetzt bin ich... Ich glaube, das hätte ich nicht tun dürfen. Ach, scheiße. Da muss ich doch was bewegen. Irgendwas. Ich bewege mich, aber ich bin verbuggt. Genossen. Ohne Schaltplan läuft die nicht. Steckt fest. Ohne Plan gibt es voran. Oh, scheiße, der lebt noch. Schaltplan. Brauchst du Schaltplan? Er ist leider tot. Wir sind von Leichen umgeben. Warum bist du erstarrt, so wie alles hier? Die laufen nicht. Nein, ohne Schaltplan geht gar nichts. Die Toten haben einen Neuropolymer-Restspeicher und können noch eine Weile nach ihrem Tod kommunizieren. Möchte die UdSSR diese unglaubliche... Na super. Und wo ist jetzt dein Schaltplan? Schaltplan? Der Schaltplan, den ich brauche, um die Wagen zu bewegen. Wo ist er? Der Stationsvorsteher hat ihn nicht überlebt. Nicht so schnell wie ich. Ist gestorben. Das ganze Ding ist eine einzige Leichenhalle. Ist der Stationsvorsteher in diesem Tunnel gestorben? Dieser Tunnel. Erstarb und alles erstarrte. Direkt vor meinen Augen. Du brauchst den Schaltplan. Moskau 2 sein. Die neue Hauptstadt unserer Sowjetunion wird schon in 10 Jahren über uns schweben. Wie kann ich denn? Ah. Genossen. Ich muss den Stationsvorsteher finden. Wäre schön, wenn ich wüsste, wo ich anfangen soll. Vielleicht hätte ich mich bedanken sollen. Scheiße, eine Sprechung. Ohne Schaltplan läuft die nicht! Steckt fest! Ohne
Ohne Plan geht nichts voran. Oh, Scheiße, der lebt noch. Schaltplan. Ach du Scheiße, eine sprechende Leiche. Ja, das haben wir doch gerade schon festgestellt. Also Schaltplan. Nee, da komme ich nicht hin. Also muss ich wohl in diesen Tunnel hier. Ist hier irgendwie ein Schaltplan? Nee. Also kann ich doch da rein, oder wie? Dass er nicht rennen kann, das... Ich muss da hinten hin. Also ist das doch schon irgendwo richtig. Ich weiß auch, dass ich mich ducken kann. Nein, 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 nein. Geh noch mal runter. Geh doch noch mal runter. Ach so, geht das ducken. Okay. Was jetzt? Was jetzt falsch? Was ist jetzt falsch, Junge? Das ist doch kein KG. Ich kann da einfach vorbeigehen. Geil. Verdammte Maschinen! Was? Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch wieder werde. Da ist er. Geh ohne mich weiter, Vasili. Ich muss das Ding finden. Wo ist es denn nur gelandet? Oh, das ist stockfinster! Sei vorsichtig. Ja, und jetzt? Charles, dann ist das kein Toter, der mit mir redet, sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, ach, richtig? Du bist so intelligent, ja. Ey. Während das Neuropolymer abstirbt, speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Wie lange sprechen Sie denn dann noch? Genau kann ich es nicht sagen. Irgendwas zwischen einer Minute und ein paar Tagen. Aber je mehr Zeit nach dem Tod vergeht, desto schadhafter werden offenbar die Informationen. Verstehe. Also ist es nicht immer wichtig, was Sie sagen. Die armen Schweine. Ne, warte mal. Wie kriege ich das denn jetzt raus? Warte mal, ich muss nochmal zurück. Irgendwas habe ich doch hier nicht richtig verstanden. Oh, es tut mir leid, dass du nur nützlich sein wolltest. Bist du jetzt aber gerade nicht. Gehen wir zur Station. Aktivieren wir die Seilbahn und nichts wie hier. Ja, danke. Ist es das hier? Das hier? Wie soll ich das denn bitte? Ohne mich weiter, Vasili. Ich muss das Ding finden. Wo ist es denn nur gelandet? Ach, Leute, das muss ich mir aufschreiben. Das ist stockfinster. Das wird nicht funktionieren. Also, wenn wir ein... Wir haben einen Kreis. Ich bin der Stationsvorsteher. Ein Kreis und sie haben diesen Kreis geteilt. Das schaffen wir schon. Auf dem... Hier ist eins. Dann schräg hier gegenüber. Der da drüber. Aktivieren wir die Seilbahn und nichts wie weg hier. Und dann fall ich hier nach oben. Das wird nie und nimmer funktionieren, Leute. Wird's nicht. Wird's nicht. Bin ich mir sehr sicher. P3, also der Agent, ne? Der kann nicht rennen, der ist auch Jacob 2.0. Die Maschine macht sich, glaube ich, langsam bei mich lustig. Also aktivieren. Okay. Haha! Ich bin ja so klug. Hoffentlich funktioniert es. Die Seilbahn ist aktiviert. Herzlich willkommen. Bitte die Plätze je nach Fahrkarte einnehmen. Mhm. Tut mir leid, keine Fahrkarte. Ich speichere jetzt nochmal zur Sicherheit. Gut, gut. Dann wollen wir mal die wilde Fahrt begehen. Bereit zur Abfahrt. 10, 9, 8, 7. 6. Abfahrt. Ah, im Tunnel herrscht das reinste Chaos. Das wird eine ganz schöne Holperfahrt. Muss ich irgendwas machen oder fährt das von alleine? Nee, es fährt von alleine. Okay. Guck mal da unten.
Hoppala. Woo! Ich hoffe, mir kommt nichts entgegen, ey. Wird das Ding immer schneller? Hä? Ich will nicht zurück. Das lief ja hervorragend gut. Scheiße. Ich hab doch gewusst, das wird... Verdammt. Ich bin einfach... Du schon wieder? Vorsicht! Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Aua. Wo ist er denn? Aua! Du hast doch bestimmt auch noch irgendwas für mich. Dankeschön. Halt dich mal. Meine Fresse, nee. Und jetzt? Wir müssen irgendwie weiterkommen. Hm. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit. Kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Aber ich nicht in Intelligenz. Ich bin recht froh, das zu hören. Aber nicht in Intelligenz, Leute. Nicht in Intelligenz. Das ist bei dem Tabu. Sag mal, er sagt mir noch, ich bin Spezialeinheit, ich kann klettern. Und dann kann er nicht klettern? Leute, was mache ich falsch? Oh, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, Leute. Herzlichen Glückwunsch, du kannst klettern. Aber auch nur da, wo die wollen, ne? Ist das nervig. Oh, ist das nervig! So, lass mal schauen. Kann ich da irgendwie rüberspringen? Ja, das geht. Theoretisch geht das. Okay. Theoretisch geht das. Praktisch nutzt mir das, glaube ich, absolut gar nichts. Er will nicht. Er will nicht. Oh Gott, das ist ja hochgradig spannend, was der Mann hier tut. Ich finde es ein bisschen kritisch. Verdammt nochmal. Das kam überraschend. Kann man wohl sagen. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Nein, 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 was? Ah. Charles, das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo. Selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Na dann. Ich nicht. Nicht so, ehrlich gesagt. Ich bin da jetzt nicht so von überzeugt, aber sei es drum. Charles wird schon wissen, wovon er redet. Ich höre doch Maschinen hier irgendwo. Jo, da. Guck mal, da vorne ist eine Maschine. Hm. Na dann. Oh, ich kann mit dem reden. Was für eine Ironie. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Bist du tot. Was für eine Ironie. Wovon redest du? Aha. Und worin liegt da die Ironie? Das ist lächerlich. Ich war hier Burav-Robotiker. Als ich hörte, dass die Roboter Leute angreifen, bin ich schnell hergekommen. Und bist gestorben. Wollte meinen abschalten. Also haben sie mich in Stücke gehackt. Meine eigenen Maschinen haben mich getötet. Die Bedientafeln sind voller Trümmer. Jetzt graben sie auf sich allein gestellt irgendetwas Leute, auf. Leute, der ist nicht in Stücke gehackt. Oder so.
Ich frage mich, was sie ohne uns wohl träumen. I don't know. Warum ist ihr Export verboten? Das sind hochmoderne Städtebaumaschinen. Wenn man sie auf den Boden richtet, hat man in ein paar Monaten ganze U-Bahn-Systeme oder jeden erdenklichen Tunnel. U-Bahnen, ha! Sie wollten sie auf den Mond verwenden. Zum Terraformen. Sie sind streng geheim und stecken mehr weg als jeder Panzer. PTL-Platten, nicht gekennzeichnet. Spitzentechnologie. Du hast an den Buravs gearbeitet? Von Anfang an habe hier fast alles gebaut. Hier gab es kein künstliches Meer, keine Felder, keine Wälder, gar nichts. Der kleine Mann da. Ganz zu schweigen von den Seilbahnen. Nur Gebirgszüge. Kaum jemand denkt darüber nach, wie es hier mal war. Und das alles nur dank meiner Buravs. Wir haben Berge versetzt, die ganze Infrastruktur gebaut. Und jetzt reißen sie ein, was sie gebaut haben. Die haben keine Ahnung. Eine Maschine hat einen Geist wie ein kleines Kind. Na dann. Ohne Liebe und Zuwendung ist sie irgendwann verwirrt. Na dann. Na gut, ich würde sagen, Leute, das ist ein guter Punkt, um hier mal einen Cut zu machen. Wir haben zwei Tode hier drin gehabt, die völlig sinnbefreit waren. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und wollen dann dieses Loch besteigen. Und das ist nicht mal ansatzweise so pervers wie die dämliche Maschine. Haut rein!